So, wo bin ich? Was tue ich? Oh. Gucken wir nochmal. Wir sind genau. Wir haben eine Mission angenommen. Müssen haufenweise reisen. Das war's. Was denn? Der nicht aufgedeckte Berg hat interessante Kanten. Naja, wird irgendwas sein. Ein Haus oder so. Mädchen. Hey. Straße folgen, welche Straße? Hm. Los! Ja, genau, los, gib Gas da! Meine Fresse, warum bist du so langsam, ey? Hoho. Waren das Pferdesounds oder hast du komisch gelacht? Ella. ein. Im Aussichtspunkt. Was war der Name? Eine Festung. Uff. Ganz ruhig. Na gut. Wie geht eine Festung am schnellsten? Indem man den Alarm verhindert, auf jeden Fall. Ein und ein Ostragon. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Waffen. Also. Wir müssen ja nicht alles machen. Drei Kriegsvorräte. Keine Kiste, dann ist das. Ach so, das gehört nicht dazu, einfach. Anyway. Da ist der Problem. Da ist nochmal Dinge. Ein Befehl ist aber. Vielleicht gehören sie doch dazu. Sie sind nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Anyway. Da ist das denn gut. Da ist er. So und. Oh, das war ein anderes Ding. Come on. Da. Es fehlt noch ein Befehlshaber. Ah, besser. Scheint ja nicht so viel zu sein, für eine Festung zumindest. Ausgesetzt, ich brauche keine Scheiße. Also, wird es länger dauern. Ich werde natürlich Scheiße bauen, ich kenne mich doch. Meine ich doch. Der Scheiße. Hey, bleib nicht hängen. Nicht reichen vom Damage her. Bin ich mir sicher, ob ein Abstechen reichen wird. Da ich mich jetzt damage-technisch nicht darauf konzentriert habe. Naja. Das klang aber ungewöhnlich. Nicht mal knapp. Keine mitbekommen? Perfekt. Und die Kisten ja durch, ziemlich dazu. Ja. Mhm.
Hier nicht wirklich schlau, ne? Egal. Wer da das Ding. Ohne mal ich pennen. Hm. Jetzt steht er wieder auf. Oder auch nicht. Komischer Typ. Würde das reichen? Ja. Gut zu wissen. Was denn? Kann ich runter? Okay. Schwerfallen, die Kontrolle zu behalten. Naja. Das interessiert mich nicht so wirklich, aber passiert nebenbei. Fingerzeig. Ich muss den weggedrückt, ne? Ein Fingerzeig. Fokus. Im Tal der Schlange liegt ein halb vergrabener Titan. Und dort, wo sein großer Finger hinzeigt, geh nach Norden. Du findest mich auf dem Gipfel. Mhm. Tal der Schlange, vergrabener Titan. Ja, gut. Tal der Schlange. Eine Schlange, ja, es ist ja über uns im Norden. Okay, jetzt ist es panisch. Verdammt! Scheiße! Oh, oh, oh! Oh nein. Ach, das war doch nichts. Schon.
Warum sind hier so viele, ey? Was ist denn da? Oh Gott. Ist immer noch ein Löwe dabei? Was ist denn das? Übertrieben einfach zu entkommen. Also. Naja. Schön war ja was anderes natürlich. Warum werde ich so viel gejagt? Was soll das? Weit kann sie nicht sein. Zeitverschwendung, was war das? Findet sie! Na los! Sofort! Hier ist einer! Sag schon! Entdeckung! Keine Spur! Haltet die Augen oder ihr seid Vogel von der Gasse über deinem Warum kommt keiner hoch? Diese runtertreten. Ich sehe das mal als Betrug und Beschiss an. Noch eine Fuhre? Das ist ein Witz, oder? Naja. Oh, und auch die Kriegsvorräte sehe ich gerade kommen und dann müssen wir die noch schnell holen. Habe ich nicht darauf geachtet, dass man noch eine Seite fehlt. Kriegsvorräte. Da prügelt euch immer noch mit irgendwas. Oder mit was anderem? Okay.
kämpfen die jetzt mit den Söldnern? Jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist jemand irgendein Pfeil reingerannt oder sowas. Vergessen wir, dass das hier gewesen ist. Das ist am besten. Uff. Ich verstehe nicht, ob ich von drei gejagt werde. Wegen dem Alarm? Macht keinen Sinn. Und los. Komm schon. Was denn, ihr Schiff? Das ist die Heizahn. Oder das, was davon übrig ist. Ja. Los! Ihr kennt das Problem. Das ist zumindest das kleine Schlager ohne Alarmglocke. Mhm. Das ist Feuerstand plus. So. Ich brauche mehr Level, auch mehr Skillpunkte. Ups. Scheiße, da war noch einer. Oh, chill, dein Ernst. Ach, come on. Wieso jagt ihr mich immer noch? Was soll das? Okay. Komm schon. Zeig mir, wie du damit umgehen kannst. Hey! Doch nicht da rum da. Ja. Ja, jetzt ist es lächerlich. Ich mach doch schon lange gar nichts mehr. Nö, will ich nicht. Ach, Menno. Ach, schön. Warum ist jeder eigentlich jeder ein Pet-Benutzer? Was ist denn bei euch kaputt? Ach, nicht wirklich. Hey.
Sag mal, dann reicht's aber hier. Das passt zur Beschreibung von Vikis Armband. Aber keine Person dann befestigt. Wie wär's mit der extremst billig Version? Aufgrund eines Betruges. Ja, ich nenne das Betrug. So, fickt euch. Plötzlich bin ich egal. Was besonders dabei? Ein Speer, eine Hose, Rüstung, ein Helm. Mit 18 auch noch, ja, über mich. Gelon von Gigi erzählen. Ach ja, wir wollen das Ding noch holen. Na gut. Sehen wir einfach der Wahrheit ins Auge. Ich bin schlecht. Oder einfach unvorsichtig, sucht euch aus. Und mein Equipment ist scheiße. Genau, mein Equipment ist scheiße. Das ist die Ausrede. Ich meine Begründung. Ausrede? Wie? Ist denn meine Attentate reichen nicht mehr vom Damage aus? Wenn es nötig ist. Mein Bogen ist auch noch nicht stark genug. Ich glaube, mein Nahkampf ist am schwächsten. Allerdings ist ja am meisten passiert, weil ich so schlecht im Schleichen bin. Gar. Nicht große Wahrnehmung erhöht. Okay, cool. 20 weitere.
Wow. Okay. Ja, nicht so wichtig, aber meine Fresse. Ne? Das ist ganz nett. Stand manchmal ein. Hm. Stufe 20. Okay, also ist unabhängig, wie viel ich da. Ich dachte, ich muss da viele finden. Gut, nehme ich hin. Okay. Ja, okay. Hm. So viel aufgehalten worden. Ach, der Anführer ist das, der hier wahrscheinlich, ne? Pass auf, sonst bringe ich dich um, nur deswegen. Was willst du? Startschwächung und alles, der Krieg ist mir vollkommen egal, aber... du setzt ein Kopfgeld auf mich, das gefällt mir nicht. Hm. Ich bin aufgehalten. Typisch. Dumm. Guten Tag. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie Matsch. Ich es dir sagen soll. Meine Güte! Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Sie sind tot, klar? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky! Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. Ja. Nö, sorry. Ich mache mich auf den Weg. Ja, mach das, Söldnerin. Du bist zwar nicht schuld, aber du hast die schlechte Botschaft überbracht. Wenn ich dich und das verfluchte Orakel nie wiedersehe, fühle ich mich gesegnet. Fick dich. Kann ich sie töten? Hm, wenn ich beschreibe, vielleicht. Aber muss ja nicht alles zu umbringen. Ist das verdient? Nein, sie ist nur unfreundlich. In der Mindest genauso ein Arsch. So. Jetzt haben wir erstmal nichts weiter. Okay. Ich. Da oben ist was. Und das ist unsere Hauptmission. Zum Marke von Delphi. Ja. Hm. Okay, da ist ein Schmied. Dann gehen wir mal in die Richtung. Gehen so Richtung Schmied, dann gehen wir dahin weiter. Gucken, was die von uns will. Und dann, ja, bauen wir weiter. Geht's, wenn nichts Besonderes, geht's Richtung Hauptmission weiter, ne? Haben was Wichtiges zu tun an sich, ne? Aber wie so ein Open-World-Spiel nochmal ist. Die Welt geht unter. Aber diese Person da möchte ich, dass ich was holen gehe. Okay? Oder nicht? Wir sind wieder hier im Dingenshaus. So. Der Stadt raus. Aber nicht Vogel. Ich dachte, ja. Herrchen. Nur noch langsam. Ich dachte, ich bin raus aus der Stadt. Was soll der Scheiß? Kultistenwaffe. Interessant. Was sind Kultisten? Wir haben schon welche mit der Maske gesehen. So ist ja nicht mehr. Blind oder beides? Beides. Ach, das Ding, meine Fresse.
Schaden. Gar nicht, ey. Die Lehmmenschen des Prometheus. Könnte ihnen Athena nur Leben einhauchen. Damit haben wir das wieder weggedrückt, ne? Wieso spamme ich die E-Taste? Oder warum ist die Aufhebtaste die Ausblendtaste? Kann ich genauso fragen. Nee. Unter Zeitdruck. Okay, wenn du am Haus des Anführers bei der Anglerstelle der Pilger vorbeischlüpfst, findest du mich in einer großen Schüssel mit Oliven. Okay. Was hat das mit Zeitdruck zu tun? Du wirst sonst aufgegessen. Haus des Anführers. Level up. Cool. Ist das hier unten, ne? Oh shit. Na gut, Fähigkeit. Was haben wir gelernt? Wir haben irgendwas gelernt. Wir können uns stärker machen. Nahkampf ist schon auf Maximum Damage. Attentatschaden. Wo warst du das? Der Schaden durch kritische Treffer und nochmal erhöht. Für Attentat ist ein extra Adrenalin. Das ist gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Da ich jetzt mittlerweile mehr verbrauche, brauchen wir jetzt auch die Herstellung. Den Gewinn, wie auch immer. Metacooking. So. Na gut. Na wo? Feuerschaden noch. Was bist du denn? Problem oder was? Einfach nur, weil es ging. Was ich gesehen habe, ich werde ihn damit umbringen können. Mein Gott, bin ich böse. Wobei. EP, Skill, Level. Ja, ich brauche alles. Wie sieht es damit aus? Athena-Soldaten mit Kopfschüssen killen. Aber doch ein bisschen mehr Bogen benutzen. Oder töte athenische Scharfschützen. Ich habe keinen davon gesehen. Okay. Dann weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. Wahrscheinlich spezielle Bogenschützen. Wir haben eine Festung gekillt. Was? Da war keiner der Scharfschützen dabei. Keine Ahnung, was sie wollen. So. Händler gucken. Herzlich willkommen. Naja. Ware wirst du hier nicht finden. Oh doch, na gut. Weg. Bitte, so. Frag, wonach dein Herz verlangt. Naja, mal sehen. Oh, aus der Blüte, ja. Kultistenwachen. Wey. Das ist ein interessanter Punkt. Blüte, ja, war das. Das ist doch. War da was? Hat doch gesagt, das ist doch das Orakel, oder nicht? Pythia ist das Orakel und die Wachen hier sind Kultistenwachen. Was sagt uns das? Aber stimmt hier nicht so ganz, ja? Naja. Vier Stück. Ein, zwei Schätze, Befehlshaber. Okay, komm her.
Oh. Ach, das zählt als großes Schild. Na gut. Ach, leck mich doch mal. Schmerzhaft. Wait. Kiste, Kiste, Kiste. Wo will ich die Kiste? Bin ich doof? Ja. Kiste, Kiste, Kiste. Ach da. Ja, ich habe jetzt die Keule. Anstatt die Axt. Stimmt. Ah, gut, ja. Nimm die Keule. Aus dem Shop. Weil wir so schnell hatten. Mache ich ein bisschen mehr Schaden, hoffentlich, solange ich nicht getroffen werde. Ich habe die ganze Zeit interessant so Probleme mit Schaden verursachen. 18% Crit Chance. Ich habe eben so oft Crit auf einmal, ich dachte gleich, stimmt doch was nicht. Schaden. Gleiche Entfernung ist der Punkt und das ist eine Mission mit Schnellreise nebenan. Yay, ich bin böse. Mädchen. Tempel der Atem. Oh. Hier oben das Ding? Ich sehe kein Symbol. Anyway. Ja, das ist der. Okay. Also ein interessanter Ort, der nicht auf der Karte als Ort gekennzeichnet ist. Weil. Dann wird man ja nie alles finden. La la la. Da hinten los. Befestigung schon wieder? Oh, scheiße. Da muss ich doch wahrscheinlich wegen irgendwas hin. Aber im Idealfall gehe ich da nicht hin vorher. Niam. Autsch. Was hast du hier zu suchen? Weiß nicht. Meine Karte sagt, hier gibt's was zu tun. Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Ich bin Göttin, je nachdem, wie man fragt. Beides stimmt eigentlich, aber ich bin Söldner. Eine Söldnerin. Ich will keinen Ärger, aber wenn du welchen suchst, leg los. Dein Name? Ich bin Cassandra. Manche nennen mich die Adlerfrau. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Und du bist vielleicht genau die, nach der ich gesucht habe. Und wer wäre das? Eine Kriegerin, eine Jägerin, eine Verbinderin unserer Welt mit der der Götter. Eine, die sich meiner Herausforderung stellt. Klar doch. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Okay. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Oh. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. I guess. Autsch. 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 Oh.
Und ja, man kann ihn auch im Vorfeld killen. Da kommt der Standard. Ach, das habe ich schon gemacht. Uhu. Ich frage mich, wie viel. Ich überlege gerade. Könnte man vielleicht, also ich habe keine Ahnung, rein Annahme, 50% oder so aller Missionen des Spiels machen, bevor man sie annimmt. Wenn es heißt, bringen wir diesen Gegenstand aus irgendeinem Lager oder sowas, sind ja schon im Vorfeld da, die ganzen Gegenstände. Sämtliche Töte X und Y per Missionen sind ja auch im Vorfeld machbar. Außer es ist ganz spezieller Gegner, der erst spawnen muss, aber. Ne, also. Die Beschreibung dieser Mission ist mal so cool. Oh. Wer gespeichert? Nur um sicher zu gehen? Ja, gut. Bist du das? Das ist mal ein Schwein. Das geht. Na gut. Oh, Infight. Pfeile schnell verbrauchen. Damit ich noch hier neu herstelle. So. Quatsch. Das wird problematisch. Ich darf nicht Schaden haben. Bin komisch, ja. Aua. Aua. Aua! What the? Gib mir Luft zum Atmen. Fuck you. Aua. Umgeklappt. Okay, nachdenken. Das was heißt, wir können das benutzen, das benutzen. Die Fähigkeit ausrüsten. Das. Na gut. Ich darf keinen Schaden haben. Das klingt blöd, aber ja. Hm. Die Dinge. Der dritte und das sind beide nicht relevant. Ja. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbeachtet. Das ist mal ein Schwein. Schade, ich komme nicht nah genug ran. Come on. Stimmt dein fucking Timing. Was soll das? Ugh!
Ja, 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 komm, lass mich aufstehen, du Hurensohn. Tempel und Daphne das Fell bringen. Ui. Puh. Schweiß von Stirnwisch. Auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Die Bewegung habe ich gemacht. Hier noch irgendwas? Nichts? Okay. Oder. Sind wir in der Nähe? Ich frage mich, ob hier noch irgendwas ist in der Richtung missionstechnisch. Weiß ich nicht. Guck einfach schnell nach. Da gibt's was. Ich weiß nur nicht, ob das Rüppala immer da ist. Ne. Upsala. Okay. In die Richtung rennen, wenn da nichts ist, teleportieren wir uns einfach sowieso nach oben zur Frau. Zur Frau. Wie ist die Daphne? Im Himmel. Böses Viech. So. Nichts. Ist das der See oder was ist hier unbekannt? So. Ich will ein feindliches Gebiet aus dem Nichts. Auch immer gut. Wieso nicht? Was ist hier? Ach, könnte es sein. Lass mich durch, ich bin außerhalb. Nee. Oder ist hier das eine Schlachtfeld-Camp, womit die Schlacht beginnt? Bleib auf der Stelle stehen! Halt dein Maul! Ich hab gesagt, ich bin nicht im Gebiet. War ich auch wirklich nicht zu dem Zeitpunkt. Bauernhaus. Gefangenen. Oh, wait. Hallo, bleib auf, du. Nicht hier. Da, Gefangenen.
Nee, es wird reich. Raus aus dem Schussfeld! Jetzt krön ich dich auf! Sie soll ich auf! Kann dich nicht verraten! Dafür bringe ich dich um. Echt? Aua. Autsch. 1A Animation. Passiert. Na gut. Never mind. Das ist Erfahrungspunkte. Brauche mehr Level. Ich brauche unendlich Skillpunkte. Ich brauche wirklich unendlich. Gefühlt. Wo bist du? Da. Und dann. Yay! Aua. Guten Tag. Hast du dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Warum verlaufen? Das verstehe ich gerade nicht. Ach, wie gesagt, wir sind eine Hure. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Also, flirte alles. Ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, Sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Naja, was wohl? Oh, so vieles. Die jagen. Doch zuerst zum Geschäft. Natürlich, was anderes. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Okay. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. If you say so. Ja, genau. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Okay. Wie geht's nach? Klingt fragwürdig. Lassen wir es dabei. Gut. Ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht zu lange auf dein schönes Gesicht warten. Hey. Bestienbezwingerin. Daphne, das überrascht mich. Der Weg ich wollte nicht mit dir reden, lass mich in Ruhe. Aber... Okay. Keine Gefahr hielte mich vielleicht... Lass mich in Ruhe. Das Gespräch hat nie stattgefunden, weil ich keinen neuen habe. Einen Bogen von ihr bekommen. So einfach kriegt man legendäre Items. Giga aufladet sein. Schaden mit Raubtierschuss. Meh. Giga. Das wäre sogar interessanter, weil der hier mehr negativ ist mit den Jägerschaden. Na gut, ich verliere schon Damage. Eben haben wir sehr viel Schaden mit dem Bogen gemacht. Komm, wir behalten ihn erstmal. Denke mal zu viel nach. Na, daneben. Hauptmission sagt. Also ist das die einzige, die wir offiziell haben. Naja, die anderen Viecher sind überall auf der Welt verteilt, ne? Ich glaube, eins ist hier unten sogar. Da. Also wird ein bisschen dauern. Ja, gut. Auf zum Hauptdingens. Ach, verdammt, da war noch ein. Na gut.
dann geht's in die Richtung. Oder mehr die Richtung. Mal sehen, was wir da auf dem Weg finden. Ah. Au! Gott. Fix. So stark und tödlich. Ach ja, gut. Wird auch nur noch Rest der Folge gelaufen. Komm schon. Nee, denke ich mal. Yay. Die zweite. Ich überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Die Hauptgeschichte endlich mal ein Stück weiter. Wobei ich ja schon gesagt habe, die Hauptgeschichte besteht ja nur dafür, dass man in alle Gebiete reingeht. Also, hier willst du nichts tun gehen. Ja. Oh, einen Skillpunkt zu holen. Ja, dann bleiben wir noch kurz hier, ne? Aber, na komm. 2 Minuten, vielleicht schaffen wir das. Okay. Vogel, kann ich ihn noch holen? In welche Richtung ist es denn? Dahin, okay. Gut. Ja. Dafür soll ich noch gereicht. Na gut. Wir sehen uns draußen wieder. Nicht in dieser Dunkelheit.